Ja, du. Ja, danke. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Das war wieder ein sehr geplanter Anfang. Ich habe einfach mal auf die Taste gehämmert in der Hoffnung, dass du schnell genug reagierst, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Naja, ich habe in der Zwischenzeit mein Kopfgeld losgeworden. Guten Es hat Tag, nur ja. 2 Stunden gedauert. Und einen Spielneustart, weil das Spiel mich nicht zahlen lassen wollte, weil Baum. Und jetzt geht's wieder. Traumhaft. Wer hat sich Doch diesen am Start. Scheiß ausgedacht? Das ist Ich eine sehr meine, gute Frage. okay, im offenen Spiel von mir aus ergibt das vielleicht noch halbwegs Sinn, aber in der privaten Gruppe oder im Einzelspielermodus ist das doch einfach nur unnötig. Tja, die armen NPCs wollen halt auch beschützt werden. Wo fliegen wir jetzt hier? Warte, ist die Musik neu? Hier kam gerade ganz komische Musik im Hintergrund. Plötzlich Musik, ja. Oh Mann. Wo bist du denn? Ich bin in dem Rohstoffabbaustandort, dem normalen. Oder was möchtest du genau Bitte wissen? normal, okay. Dann gehe ich in den geringen. Ja. Hier ist gerade nichts los, also nichts von Belang. Irgendwie Okay. vereinzelt Schiffe, aber die meisten sind eher sauber. Müssen die nicht zur Waschanlage? Nee. Oh, ich werde sowas von vorbeifliegen. Ja, wer sich fragt, was wir hier machen, wir versuchen immer noch diesen einen Auftrag mit den Piraten zu beenden. Yay! Und Notstopp! Ja, Hallo, alles. ich hab doch, danke. So. Ja, Ich und. dachte, ich versuch's einfach mal mit dem Notstopp, vielleicht bin ich dann schneller da. Ja, also, warum auch nicht? Ja, uns fehlen jetzt noch 6 von Ja, mit 24. aktueller Geschwindigkeit dauert es Oh. nur 1,7 Tage. Oh, das ist ja nix. Mit Boost 1,3. Okay. Ja, also 6 Schiffe noch. Das heißt, 6 Missionsziele müssten wir irgendwie abschießen. Dafür müssten wir aber erstmal wieder Schiffe finden, die wir beschießen könnten. Boah, ist hier wenig Ja, los. ich tue mein Bestes. Ich will gar Ich nicht hätte mal daran gesagt, denken. ein, zwei Folgen könnten wir das schaffen. Ja, ich will gar nicht daran denken, dass es auch Aufträge oder wie das bei Aufträgen läuft, wo du dann 50 oder 60 Ziele abschießen sollst. Wenn das dann Ja, genauso brauchen wir dann lange halt dauert. irgendwie einen Fünfer-Wing. Also. Und dann in 5 verschiedenen Baustandorten, dann geht das in 2, 3 Stunden. Ja, bestimmt. Nicht. Ja, aber Folgen sind es dann halt irgendwie gleich schon mal wieder. Ja gut, sagen wir Alle. mal, eine halbe Stunde sind schon mal, ja, sagen wir mal 4 bis 8, je nachdem wie lang die werden. Schon ziemlich lang. Oh, keine Kontakte in Sicht. Ach, dann springe ich mal raus und spring gleich rein. Vielleicht hilft's. So. Ich bin dann mal angekommen. Und fange mal an zu scannen. Ich werde auch schon gescannt. So, was haben wir dann? Viper MK3. Mike. Gesucht. Naja. Was soll's. Oh, 7%. Da muss ich abdrehen. Okay, jetzt ist er tot. Süß. Stabil. So, was haben wir da? Eine Viper MK3. Gesucht, Missionsziel. Jawohl. Hau drauf. Und tot. Das ging aber schnell. Ja. Der Igel? Dafür bringt dich ja kein Kopfgeld, oder wie nicht? 20.000, beide jeweils. 22.000. Aber sie sind halt sehr leicht zu besiegen. Das kann man so sagen. Ein Diamondback. Oh, der scannt zurück.
Aber der ist nur gesucht. Oh, ein Imperial Clipper. Ich schieße einfach alles ab hier. Die sind also alles, was gesucht ist natürlich. Ich will nicht schon wieder Kopfgeld. Aber die sind echt billig, die Schiffe hier gerade. Ich wollte gerade sagen, das fing beim letzten Mal auch so an. Oh, nice. Ich habe gerade einen beobachtet, der voll gegen den Felsen geflogen ist. Hat sie erstmal die Schilde und ein paar Prozent Hülle weggehauen. Ah, diese Genugtuung, wenn das auch mal anderen passiert. Ja. Schild der Gerechtigkeit, der ist bestimmt nicht gesucht. Oh, doch, mit Sicherheit. Hm. Schieß drauf. Ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Ich weiß. Ich weiß, damit hast du exzellente Erfahrungen gemacht. Also. Wer schießt da auf wen und warum? Ah, gesucht Missionsziel. Oh, jetzt haben wir mal richtig. Eine Imperial Eagle. Ja, ich habe schon zwei in dieser Folge gemacht. Und du? Ich habe die anderen 14 in den letzten Folgen gemacht. Das stimmt doch überhaupt nicht. In den letzten zwei hast du bestimmt mehr gemacht, aber davor war es ungefähr ausgeglichen, hätte ich gesagt. Ja, wir hatten ausgeglichen. Wobei, da waren wir ja eigentlich sogar noch zusammen unterwegs. Pech oder Glück, je nachdem, wie man sieht. Gesucht. Ich schieße jetzt einfach, wie gesagt, alles Gesuchte direkt ab, dann spawnen auch mehr neue Schiffe. Imperial Eagle? Ich bin mir nicht immer so sicher, ob das wirklich stimmt, also ob da wirklich dann mehr Schiffe spawnen. Ich habe manchmal einfach den Eindruck, dass es einfach dann stumpf weniger werden. Oh, wer schießt hier auf wen? Ah, Zweier Wing aus Federal Assault Ship und Imperial Eagle. Nein. So, was ist das da? Schild der Gerechtigkeit, ja, bestimmt gesucht. Aha, der Imperial Clipper wird abgeschossen. Dann geht man da nochmal mit drauf. Oh. Guten Tag. So, was war denn? Ich flog so geradeaus, auf einmal ploppte links aus dem Dunkeln so ein schwarzes Schiff auf. Ich so, oh. Guten Tag. Was war's denn? Diamondback, glaube ich. Okay. Ja, ich glaube, es war der Diamondback. Oh, doch nicht. Keine Ahnung. Irgendwie nichts Neues mehr hier so. Was ist das da? Ah, eine Sidewinder. Eine Viper. Gesucht, Missionsziel, im Geschwader. Boah. Verdammt, und weg, weil ich zu weit weg bin, glaube ich. Ich muss mal ein bisschen schneller fliegen. Ah, ich habe auch ein Missionsziel, eine Viper MK4. Jawoll. Geht doch. Absägen. So, ich weiß zwar nicht mit was sie noch. Oh, die will abhauen. Hieß alles aus wie boosten, du hast. Boosten, boosten. Boosten, wir haben ein Problem. Ja, ich hoffe es, dass du boostest. Verdammt, sie ist weg. Noch Mann. So, dafür habe ich jetzt die andere. Hätte ich die mit dem Frameshift-Unterbrecher aus dem Ding jetzt rausreißen können? Quasi? Aus dem Boosten? Aus dem Boosten? Nein. Also wenn sie wegfliegt, dann vielleicht. Also wenn sie dann weggeflogen ist quasi, dann könntest du hinterher springen und dann könnte das klappen. Ach, nö. Das ist mir da zu blöd. Oh, da habe ich geschossen. Ja, bis ich da bin. Der ist sauber. Oh, jetzt ist aber doch relativ viel los. Ja, hier auch. Ist gar nicht wenig. Ha, gesucht, Missionsziel, ein Dreierwing. Sidewinder. Wie jetzt Dreierwing gesuchte? Weiß ich nicht, aber die Sidewinder ist auf jeden Fall gesucht. Ist mir egal, was die anderen Schiffe sind. Ich hab drauf geschossen. So. Abbremsen. So, ich hab schon drei Missionsziele in diesem
diese Dinge jetzt geholt und du? Einen. Dafür ist mir nicht einer entwischt. Johannes Elsetter. Oder so. Wie war es mit Hansi Jannik? Ach, Hansi Jannik, richtig. Ach. Der T6 Puh. Ist bestimmt gesucht. Nein, schade. Zauber? Was ist das da? Oh, keine Ahnung, da oben fliegt noch was. Wo ist er denn? Ach nein. Nee, nee. Was fliegt da? Auch nicht. Und da? Auch nicht. Warte mal, ich bleib mal kurz stehen und guck mal kurz in die Kontakte. Interner Sicherheitsdienst fällt raus. Oh, okay. So eine Imperial Eagle hält doch nicht so viel aus, wie ich dachte. Ach, ah, der ist aber auch ein Neuling. Okay, na gut. Peng. Was macht die Walcher da neben mir? Hm. Ach so. Oh, okay, na gut. Die war nur vom Sicherheitsdienst. Nee, so wird das irgendwie nichts. Hier ist nichts Neues. Im Westen nichts Neues, ja? Ja, generell so hier. Ich habe keine Ahnung, hier mit Richtungen wird ein bisschen schwierig. Oh. Die S war noch dabei gescannt zu werden und ist dann einfach geplatzt. Oh. Du, hier wird geschossen. Wer schießt hier auf wen? Da! Oh, beiden. Na, Scout. Ich habe eine Python gefunden. Gesucht, aber sonst nichts. Sehr gut. Ja, die ist aber Rang-Experte, da möchte ich jetzt nicht alleine gegen kämpfen. Ja, guck einfach, ob was in der Nähe ist. Ich hab... Nein, halt, das war kein Missionsziel. Da wird geschossen. Ha? Nein, das wird, da wird gelasert, verdammt. Grüne Einheiten, wie wär's, wenn jemand da drauf schießt? Ah, die sollten eigentlich mit drauf schießen, wenn ich da jetzt drauf gehe, oder? Schon. Nehme ich an. Ich hoffe es. Ach, probier's aus. Im Zweifelsfall wegboosten. Ja. Ja, stimmt schon. Oh, jetzt haut die aber auch wieder gut ab hier. Oh, 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 sie dreht. Hoppala. Hm. Ups. Auf einmal kam sie mir entgegengeflogen. Nun. Aha. Ah. Jemand anders schießt damit drauf. Sehr gut. Sehr gut. Sie düppelt. Aber das wird sie nicht mehr... Dann wird sie jetzt hoffentlich den anderen fokussieren. Nein, jetzt hat sie sich wieder auf mich eingeschossen. Achso, sie hat gedüppelt. Ja. Ja, ja, sie hat gedüppelt. Ich bin schon dabei, zurückzudüppeln, aber... Nun. Ah, sie ist schon wieder am Düppeln. Was soll das? Diese döseligen Türme, das aber auch nicht verstehen, dass man vielleicht nicht auf ein Ziel schießt, was gerade ab, Täuschkörper draußen ist. Das ist halt auch echt grandios. So, sie ist kaputt. Sehr gut. Oh, 70.000. Warte, aber wie viel sind wir dann jetzt? Ich glaube, einer fehlt noch. Okay, das ist schon aber nicht mehr so viel. Einer fehlt noch. Sehr gut. Da hinten ist, glaube ich, was aufgeploppt. Eine Cobra MK4. Na, was macht die so? Hä? Hm, die ist nur gesucht. Na gut, aber dann wird sie trotzdem abgesägt. Na gut, hier... Na, ich höre doch Schüsse. Irgendwelche Gesuchten zu jagen ist doch relativ entspannt. Dadurch, dass hier doch ziemlich viele Leute noch rumfliegen, die da mit drauf schießen. Ja. So, das kann man schon mal machen. Warte, wo ist das andere Schiff aus dem Zweierwing? Da ist noch eins. Sei bitte ein Missionsziel. Nein, naja, egal. Man darf ja noch Hoffnungen haben. Ja.
So, wo war das andere Schiff? Noch eine Cobra? Nee, da fliegt was. Was ist da? Nee. Aha. Ist zum Glück nur minimal unübersichtlich hier. Da. Ja, 4,5 Kilometer. Oh, da wird schon geschossen. Missionsziel, 90% Hülle. Nice. Nun? Hinboosten. Sie sehen mich, boosten sie hegen den Grollen, würde ich sagen. Nein, ich habe schon drauf geschossen. Aha. Okay, sehr gut. Die Cobra im K4. Das heißt, wir haben diese Mission endlich abgeschlossen. Ja. Halleluja. Dafür, dass wir jetzt, also jetzt haben wir aber 6 Schiffe in einer Folge geschafft. So. Ja. Und jetzt haben wir beide übrigens 3 abgeschossen jeweils. So. Nice. Was sagt die Message? Mission erfolgreich. Gut gemacht, Kommandant. Die Mission wurde zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt. Wir hoffen, dass das problemlos verlaufen ist und werden die Zahlung veranlassen, sobald sie den Auftrag abgeschlossen haben. Ja, gut. Wo müssen wir jetzt hin? Zu welcher Station? System Mudrama Kase, glaube ich. Israelport. Aber wir sollten vielleicht hier die Kopfgelder abgeben. Ich weiß nicht, ob das da auch geht. Da hast du recht. Dann geben wir erstmal hier die Kopfgelder ab, ja. Okay. Nicht die Waffen ausfahren. Band so. Settlement. Oh. Oh, traumhaft. Nicht gedacht, dass das so schnell geht jetzt. Ja. Wenn man bedenkt, wie sehr wir die letzten Folgen über da rumgekrebst haben bei so einem Auftrag. Gut, das lag aber auch daran, dass wir entweder zusammen in einem System waren oder du allein und ich durch die Gegend geflogen bin, in der Hoffnung, das Kopfgeld loszuwerden. Naja gut, das war aber nur eine Folge lang. Ja, 1,5. Also wir haben effektiv eine halbe Folge in 2 verschiedenen Systemen gekämpft. In 2 verschiedenen Gebieten, meine ich. Ein bisschen Verlust ist ja immer. Aber wir hatten jetzt auch einzeln, also wir haben auch an sich von der Häufigkeit her wesentlich mehr Schiffe jetzt gesehen. Also ja, ich hatte jetzt viel mehr los in kurzer Zeit. Also. Ja, wobei 3 in einer Viertelstunde hatten wir beim letzten Mal auch, oder? Das kann man jetzt, glaube ich, nur mehr vor, weil wir halt doppelt so viele hatten quasi, weil wir zu zweit waren. Ja, vielleicht auch, weil, wir vorher gefühlt so wenig hatten. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mehr Schiffe gesehen in der in dem Gebiet, das meine ich. Okay. Weil beim letzten Mal hatten wir auch eine, also gab es auch so die eine oder andere Phase, wo halt so noch 3 andere Schiffe oder so mit im Bereich waren und diesmal waren es dann doch ein paar mehr. Ja, okay. Ich glaube... Oh, ich flieg doch nicht vorbei. Noch nicht. Noch nicht. Ah, du fliegst, das kommt, du fliegst schon an mir noch vorbei, okay. Guten Tag. Aber nicht am Ziel. Das wollen wir mal sehen. Nein, 7 Sekunden. Ich kann sogar noch ein bisschen Gas geben. Ja, wie viel Kopfgelder haben wir denn zusammen? Ach, 720.000, ja, ist okay. Ja gut, bei mir ist glaube ich ein bisschen mehr, weil ich ja beim letzten Mal nicht abgegeben habe. Ich habe beim letzten Mal auch nicht abgegeben. Nicht? Wo warst du denn die Folge über? War nicht in der Station? Die Pause über. Ja, nicht in der Station. Ich war in dem Abbaugebiet. Ach so. Ja. Bist du aus dem Abbaugebiet ausgelockt? Ja. Oh, okay. Hat funktioniert. Okay. Ganz normal halt. Also. So, ich hab 165.000 und 138.000 aus dem anderen Gebiet, glaube ich. Ja, ich habe auch noch irgendwie 100.000 aus dem anderen Gebiet. Weil ich musste ja irgendwie mir die Zeit vertreiben, da bin ich in ein Anarchiesystem geflogen, habe da noch ein bisschen rumgeschossen. Im Kampfbereich. Ja. Weil im Anarchiesystem konnte ich nachladen und mich reparieren lassen. Das ging hier nicht. Luxus. Sorgon Peterson Hangar, Hotel Echo. Please note this station is under Imperial. Ich hätte zwar hier auch in den Kampfbereich fliegen können, aber ja, wie gesagt, ist ein bisschen blöd ohne Munition. Ja. Meinst du, auf Dauer nur mit Impulslasern zu arbeiten, ist auch nicht so cool. So, Landeplatz 45.
Modus ranholen. Permission granted. Please head directly to Docking Bay 22. Okay, anfangs habe ich mich auch so gefragt, warum diese Stationen nicht einfach zwei Eingänge haben. Also auf der jeweils gegenüberliegenden Seite. Weil auf einer Seite ein Antrieb ist? Möglich. So genau habe ich mir die Station ehrlich gesagt gar nicht angeschaut von außen. Das war nur gerade so eine Überlegung. Nee, warte mal, das ist eine Büffelstation. So eine, oder was auch immer das für eine geometrische Figur ist. Ja, ich meinte schon eine Würfelstation. Bei einer zylindrischen macht es natürlich keinen Sinn. Sowieso. Beim Zylinder könnte man ja auch perfekt von beiden Seiten rein. Ja, aber das hat der Antrieb im Weg. Das ja, nicht. Was? Ach. Oder nicht? Ja, ja, ja. Das meinte ich ja gerade. Da ist mir eingefallen, das ist keine Zylinderstation. Die in dem Anarchiesystem, in dem ich vorhin war, das war eine Zylinderstation. Die hatte ich gerade im Kopf. Das ist schlecht, wenn man Zylinder im Kopf hat. Im Kopf ja, auf dem Kopf, das ist okay. Kommt auf den Zylinder an. Ja, gut. So, ich habe das mal eben abgekippt und dann kann ich ja wieder los. Was hast du das? Das ganze, die ganzen Belohnungen abgekippt. So. Quasi die Zettel. Was? Was hast du das? Ich habe Belohnungen in die Füße geworfen. Abgekippt. Ja. Aha, ich hab's nicht verstanden. Okay, was hast du denn verstanden? Ja, nichts Sinnvolles. Ja. Nein, ich hab was Sinnvolles gesagt. Das kann nicht sein. Unmöglich! ja, genau, wo müssen wir gleich noch wieder hin? Ich hab schon wieder vergessen. Ach, irgendwas mit Mudrama Kase. Ja, genau. Ich gehe gleich mal in die Systemansicht, dann kann ich gleich die Route zu Israelport planen. So. Hohe Sicherheit. Mhm. Keine Kopfgelder in dem System. Das ist ja ein Ding. Ja. Matt. Ah, traumhaft. Welche Belohnung nehmen wir jetzt eigentlich? Einfach die 500.000, oder? Ja. Die was? Materialien sind Murks, obwohl die selten sind, aber die haben wir halt schon. Also ich zumindest ein paar Mal. Moment mal. Vielleicht hast du die ja nicht ein paar Mal. Dann würden sich bei dir vielleicht die Materialien lohnen. Ja, leitfähige Polymere. Worunter fällt das denn wohl? Ah, okay. Materialien wahrscheinlich. Vermutlich. Oh ja, genau. Sind die irgendwie sortiert eigentlich, die Materialien? Habe ich mich auch gerade gefragt. Leitfähige Polymere habe ich 6 Stück von. Ja, ich hatte 9, glaube ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja, das lohnt sich dann irgendwie nicht so wirklich. Müsst ihr nicht irgendwo ist? Ah, da unten. Israelport. Ja, deswegen habe ich das gleich auf der Systemkarte als Ziel ausgewählt. Dann weiß ich genau, wo ich hin muss, nachdem ich reingesprungen bin. Ja, das ist korrekt. Du kannst ja direkt die Route zum Ziel, ja, ich weiß. Den ganzen Zielstation planen. Ich habe es jetzt gerade einfach so gemacht, dass ich nach dem Einsprung erstmal geguckt habe, ob ich das Material gerade da habe. Und ach danach so. Habe ich mir Gedanken gemacht, wo ich hinfliegen muss. Ja, nee, wie gesagt, ich habe das ja noch vor dem Sprung ausgewählt als Ziel. Kann man machen. Hast du das Geschwadersignal an? Zufällig? Nein. Warte. Ja, doch. Sehr also gut. Jetzt. Warum eskaliert der Marker oben auf deinem Namen gerade so? Weiß ich nicht. Oh, interessant. Ich weiß auch nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Also du hast ja oben... da wo du das Geschwader siehst, sind ja so vier Ecken drumherum. Also eben so eine Auswahl. Und das hat gerade bei mir rot-blau angefangen zu blinken und hat sich bewegt. Ich weiß nicht ganz, was du meinst, ehrlich gesagt. Du hast doch oben den Namen der Spieler stehen. Also meinen Namen. Ja, ja. Da drüber ist ja dieses kreisrunde Symbol. Ja. Und da sind ja so vier blaue Ecken drumherum. Nein. Okay, bei mir schon. Jetzt sind sie rot gerade.
Das sind keine Ecken bei mir drumherum. Da ist nur, da sind die drei Kreise. Und in der Mitte ist ein Plus. Und außen ist nichts. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe dich aber auch gerade nicht ausgewählt. Aber bei dir ist in der Mitte auch ein Plus, oder? Nein. Nein? Nein. Da ist ein anderes Emblem. Das ist ein Sechseck. Vielleicht, ein Sechseck, weil du mich eingeladen hast und ich dir beigetreten bin quasi. Deswegen ist da vielleicht bei mir ein Plus. Ich glaube, das... keine Ahnung. Vielleicht ist es irgendein anderes Emblem. Ich glaube, das ist nämlich immer das gleiche. Vielleicht wird auch einfach ein Symbol gewürfelt. Ich glaube, das ist immer das gleiche. Ich glaube, es macht auch keinen Unterschied, ob du mich einlädst oder ob ich dich einlade. Okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat einfach jeder irgendwie sein Standard Symbol, damit man die Leute schneller auseinanderhalten kann, als wenn man den Namen liest. Ja, okay. Ah, schon wieder so eine blöde 12-seitige Station. Keine Ahnung, wie viele Seiten sind das? Das ist kein Würfel. Nee. Das könnte hinkommen mit 12, oder? Ich weiß es nicht. Oder sind es 8? Ja, ich glaube, es sind 14. Ah, wobei, vielleicht. Also irgendwas zwischen 10 und 15. Ich habe keine Ahnung. So. Nello. Jawohl. Die habe ich auch gerade eingeholt. Ach Gott, flieg hier an wie so ein betrunkener Pelikan. Ja, bei mir sieht es auch nicht viel besser aus. Ja. Hast du mich entdeckt? Rate mal, wer eine Strafe von 50 Credits bekommen hat. Ich habe nichts damit zu tun. Nein, gar nichts. Nein. Du kamst nur von hinten angeflogen, hast mich von oben gerammt und bist an mir vorbeigezogen. Und ich habe die scheiß Strafe bekommen. Ich habe dich von oben gerammt, das hätte ich aber eigentlich sehen müssen. Ja, nee, das ist ja deine Unterseite dann. Ja, aber ich hätte... Also... Ach, du warst auf einmal bei mir im Bild. So von oben. Fahrwerk. Nun. Gehört mit Fahrwerk, parkt sich besser. Ja, das ist korrekt. Ich bin auch erstmal an meinem Landeplatz vorbeigeflogen. Schön. Oh, nein. Ich hänge an der Lampe fest. So. Ich habe jetzt nicht wirklich wieder anonym Zugriff. Okay, aber ich kann es immerhin gleich zahlen. Boah, wenn ich deinetwegen wieder heraus hätte fliegen müssen. Ich sag's dir, das wäre die letzte Folge Elite gewesen. Aber wie gesagt, eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass ich dich gesehen hätte dann. Aber, weil ich sehe ja vorher, wer da herfliegt. Oder du hättest mich in dem Moment unten her überholt oder keine Ahnung. Vielleicht warst du auch einfach in diesem riesigen, unfassbar großen toten Winkel, den dieses Schiff hat. Wer weiß. Das ist gut möglich. Incoming Message. Moment. Wo kann ich jetzt den Auftrag abgeben? Ach da. Mission abschließen. Ja, okay, jetzt kann man das auswählen. Ja, wir nehmen mal das Geld. Fertig. Sehr schön. Rufveränderung. Akzeptiert. Echt, bei mir steht immer noch neutral. Tja, also ich bin halt besser als du. Voll, aber... Ja, bei mir war neutral eigentlich auch voll, aber das schon trotzdem hat sich auf akzeptiert verbessert. Ich habe die Benachrichtigung bekommen. Ach so, wahrscheinlich kriege ich die jetzt auch gleich, oder was? Nö, die kam bei mir direkt nach Annehmen. Weil dann, keine Ahnung. Dingens. Irgendwie nicht. So, suchen wir jetzt gleich einen neuen Auftrag raus. Was für tolle Aufträge gibt's hier denn? Komm, beenden wir die Folge, oder? Warte, ich will mal kurz gucken, was es hier so gibt. Ah, Wirtschaftsboom-Lieferung. 2900 Einheiten. Dir ist klar, dass wir gleich wieder bei einer halben Stunde sind? Ja, ich will... Wusstest du, dass es gibt ja Ruf Plus und es gibt Ruf Plus Plus. Es gibt auch Ruf mit ja. Ruf Plus. Ja. Aber das ist, glaube ich, da werden, glaube ich, die Plusse zusammengezählt von verschiedenen Belohnungen, die man sich aussuchen kann. Ich glaube, das sind nicht wirklich 5 Plusse. Nee, das war in der Übersicht, wo man die Belohnung auswählen konnte. Also oh, okay. Gehe ich mal schon davon aus, dass es tatsächlich so gemeint ist. Oh ja, da Tatsache, ich sehe es. Hey, wie wär's mit 126 Piraten? Oh. Ach komm, jetzt gab's einen Auftrag für 80.000, wo man 8 abschießen sollte. Ja, wow, das lohnt sich ja richtig. 1,3 Millionen für 56, 64, 48, 20, 36, 50. Ach Gott, Mudrama
Katze Jet Universal LTD hat nichts anderes zu tun, als Krieg zu gegenüber irgendwelchen anderen Fraktionen zu führen. Nee, unten gibt's auch noch mit Einheiten unterstützen. Oh, das ist ja schön. Ja, oder? Ja, traumhaft. Aber immerhin gibt's dann auch Gegenaufträge, wo man dann die Leute von der Drama-Katze umklatschen soll. Schön. Ja. Beides in einer Station, das ist klasse. Ja, super. Gut, dann haben wir das endlich geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und bis dahin. Tschüss.